Also die Sphärendiagnostik ist heute in Weißensberg zu Gast bei Herrn Kurt Tepperwein. Sie beschäftigen sich seit langem mit der Thematik Macht der Gedanken. Man sagt, bewusste und unbewusste Gedanken und Wünsche erschaffen unsere Realität. Es sieht aber so aus, als ob die Umsetzung dieser Wunschvorstellung den wenigsten gelingt. Die Macht der Gedanken ist sicherlich kein neuer Modetrend, sondern besteht auf diese Weise schon seit dem Anbeginn der Spezies Mensch. Wieso findet die Tatsache so wenig Beachtung? Und wieso erscheint es so, als wäre es eine völlig neue Erkenntnis? Also tatsächlich haben die Gedanken eine bestimmte Macht, weil sie Teil unseres So-Seins sind, aber es ist nicht die einzige Kraft, die da wirkt. Unser So-Sein besteht aus unseren Gedanken, aus den Gefühlen, aus den Überzeugungen, aus dem, worauf wir unsere Aufmerksamkeit vorwiegend richten und so weiter. Das, was unser Leben ausmacht, damit verursachen wir praktisch unser Schicksal. Und da haben die Gedanken einen bestimmten Anteil. Wenn ich aber versuche, mein Schicksal zu bestimmen, nur mit den Gedanken, dann wird das nicht funktionieren, weil die allein verursachen noch keine Zukunft. Was verursacht denn dann eine Zukunft? Können Sie das erklären? Kein Problem. Während Sie scheinbar nichts tun, strahlen Sie Ihre einmalige energetische Signatur aus und das ist Ihr Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse. Das heißt also, auch wenn Sie scheinbar nichts tun, verursachen Sie Schicksal, Zukunft. Und jeder verursacht sich so sein einmaliges Schicksal selbst. Das heißt, Sie brauchen gar nichts Besonderes tun. Ihr Schicksal macht Ihr So-Sein sichtbar als erlebte Realität. Okay, das heißt aber im Grunde genommen, wenn man sich die Menschen jetzt so anschaut, die scheinen ja alle mit ihrem Leben und mit ihrem Schicksal nicht zufrieden zu sein. Was machen diese Menschen falsch? Oder erkennen sie nicht, dass sie was anderes machen könnten? Und sie erkennen gar nicht, dass sie überhaupt die Macht haben, ihr Schicksal zu bestimmen. Sie glauben, dass das eher vom Zufall abhängt oder von den Umständen oder welche Ausrede wir auch immer haben. Und kaum einer bemerkt, dass er eben in Wirklichkeit sein Schicksal selbst verursacht und dass er die Macht hat, es in jedem Augenblick zu ändern, indem er sein So-Sein ändert. Denn es sieht so aus, als ob die Menschen heute zunehmend ihre Persönlichkeit verlieren. Die einstigen, ich sag mal, Herrschaften, die diese Menschen mal waren, sind zum Status Bürger degradiert. Haben die Menschen aufgegeben? Oder ist man durch das stetige Hamsterrad überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwas anderes zu machen? Die meisten Menschen sind noch gar nicht zu sich selbst erwacht. Sie identifizieren sich noch mit ihrem Körper, sie glauben noch das zu sein, was sie im Spiegel sehen und wissen nicht, dass das nur ihr Erfahrungsinstrument ist. Dabei müsste sie schon die Weisheit der Sprache aufmerksam machen, denn sie sagt ja, was ich im Spiegel sehe, ist mein Körper. Wenn ich sage, mein Körper, da muss ja ein Besitzer da sein, der das sagt, dem dieser Körper gehört, ja, dann kann ich das ja nicht sein. Das, was ich habe, kann ich ja nicht sein. Ich habe ja auch ein Auto, aber ich bilde mir nicht ein, das Auto zu sein. Und deswegen sollte ich mir auch nicht mehr einbilden, das zu sein, was ich im Spiegel sehe, sondern ich sollte mal auf die Weisheit der Sprache hören und sagen, ah, das ist mein Körper. Also ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit, dann bin ich das ja gar nicht. Das, was ich habe, kann ich nicht sein. Ah, aber wer bin ich denn jetzt? Wer hat denn jetzt diesen Körper und diesen Verstand und diese Persönlichkeit? Und das ist Bewusstsein. Und sobald wir uns diese Frage stellen, können wir anfangen, uns selbst zu entdecken.
Und dann entdecken wir die Ebene der Wirklichkeit. Aber ich vermute mal, die meisten Menschen schaffen das gar nicht, weil die irgendwo in ihrem Hamsterrad sind und meinen, das, was sie haben, das ist ihre Zufriedenheit. Ich glaube, die wenigsten beschäftigen sich mit sich selber. Wie gesagt, die meisten Menschen schlafen und träumen nur den Traum vom Leben, träumen wach zu sein. Aber sie sind nicht wirklich wach. Sie werden erst wach, wenn sie sich diese Frage stellen. Und diese Frage gleichzeitig entscheidet im Prinzip wesentlich ihr ganzes Leben. Also, die entscheidende Frage, die wir uns stellen sollten, ist, als wer lebe ich? Wenn man das jemanden fragt, als wer leben Sie, dann sagt er, ja, als ich. Ja, aber ich ist nur ein Wort. Wer ist ich? Ist ich der Körper, der Verstand, die Persönlichkeit? Das haben wir uns ja gerade bewusst gemacht. Das habe ich. Also das kann ich nicht sein. Also wen meine ich denn mit ich? Und das bestimmt mein ganzes Leben, weil es mein So-Sein verändert. Denn wenn ich mich als Mensch erlebe, dann bin ich irgendwann geboren worden, dann bin ich mit der Zeit älter geworden, ich werde gelegentlich krank und irgendwann sterbe ich. Das erscheint mir ganz normal, so ist Leben halt. Wenn ich aber erkenne, wer ich wirklich bin, dann erkenne ich, also den Besitzer von diesem Erfahrungsinstrument, dann erkenne ich, ich bin reine Existenz, ich bin reine Energie, ich bin Bewusstsein. Und ich bin nur vorübergehend hier zu Gast auf der Erde, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Und ich habe vorher gelebt, ich lebe, während ich hier lebe. Und wenn ich den Körper verlasse und nach Hause gehe, lebe ich natürlich immer noch. Und dann erkenne ich, ach, ich bin ewiges Bewusstsein. Ich war schon immer und ich werde immer sein. Ich bin gar nicht diese sterbliche Hülle, mit der ich mich bisher identifiziert habe. Und dann erlebe ich die Wirklichkeit. Ja, aber welche Impulse müssten denn auf die Menschen einwirken, damit sie zu dem Zustand kommen, eigentlich über sich selber nachzudenken? Alles zu seiner Zeit. Die meisten, die schlafen und träumen, den Traum vom Leben, sind noch aus der Sicht der Wirklichkeit in der pränatalen Phase. Die sind noch in der Entwicklung, die sind noch gar nicht geboren worden. Nur der Körper ist geboren worden. Aber das Leben eines Menschen beginnt nicht mit der Geburt seines Körpers, sondern erst in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht und sein Leben selbst bestimmt. Bis dahin lebt er noch im Traum. Und Sie sollten niemanden wecken, der nicht bereit ist, aufzuwachen. Also irgendwann, wenn er soweit ist, wird er wach und stellt diese Fragen und fängt an zu suchen und dann findet er auch Antworten. Das war nämlich meine nächste Frage. Besteht die Möglichkeit, irgendwelche Schlafenden aufzuwecken und zu sagen, hey, guck doch mal dahin, es gibt was anderes. Also Sie haben sicher schon mal einen Schlafenden geweckt, ja. Und der war sicher nicht dankbar. Ja, nee. Das heißt also, wenn Sie einen Schlafenden wecken, wird er wahrscheinlich ärgerlich reagieren und wird weiter schlafen wollen. Deswegen sehe ich auch nicht meine Aufgabe darin, Schlafende zu wecken, sondern ich möchte nur denen eine Perspektive bieten, die aufgewacht sind und jetzt in dieser neuen Ebene der Wirklichkeit noch orientierungslos sind und nicht wissen, wie das hier funktioniert. Okay. Denen möchte ich das aufzeigen. Die anderen sollen ruhig ihren Schlaf beenden.